zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. So, letzte Bahn zum Ansehen vom Mond. Und so, dann sind wir damit durch. Dann kann ich mich um mein mein Anhänger kümmern, der ja noch beim Händler steht, und damit auch dann gleich zum Neumann fahren, um den Dünger abzuholen. Damit wir da auch mal vorwärts kommen. Weil Dünger geht uns aus. Das heißt, ich muss Nachschub kaufen. 5000 Liter hatte ich ja angefragt. Ja. Mehr kann ich mir im Moment nicht wirklich leisten. Und hier rechts, das Weizenfeld, das müsste ich eigentlich schon wieder düngen. Aber das muss man dann nächste Woche machen. Jetzt werden wir uns erstmal den schicken neuen Johnny schnappen und damit zum Neumann düsen. Glas lasse ich gerade mal hier stehen. Ich habe überlegen, ob ich die Eier noch mitnehmen soll. Kriege ich denn am Markt für die Eier? Drei. Ich glaube, das mache ich. Dann nehmen wir die Eier noch mit. Ich kann ja dann den kleinen Anhänger hinter dem großen Anhänger hinten dran hängen. Kein Problem. Turbo geht schon ordentlich ab bei dem JD hier.
ich bin irgendwie froh, dass sie wieder mit John Deere. Mit John Deere war schon eine coole Zeit. Ah, hier stehen nochmal zwei volle Paletten. Also nochmal zwei neue, ja, das meine ich natürlich mit zwei Paletten. Zwei neue Gitterboxen. Voll mit Eckies. Palette verloren. Schon wieder 2, 4, 6, 6 mal 6, 36.000 Eier. Schon der Spanngurt dran. Hallo, Spanngurt. Dass die runterfallen, ey. Bisschen abenteuerlich geladen, aber das geht schon. So, jetzt nehmen wir den hinten dran. Und
zum Metzger, beziehungsweise zum Händler, Quatsch, zum Metzger, zum Händler. Also wir fahren jetzt zum Markt, verkaufen die Eier und dann fahren wir zum... zum Händler rüber, holen den anderen Anhänger, dann fahren wir zum Neumann und dann haben wir Feierabend, glaube ich. Der JD mit einem Chip-Tuning auf 63, das wäre natürlich auch nice, ne? Wird aber im Moment noch nicht angeboten. Schade eigentlich. Oha, hier die Sojabohnen, die wachsen auch schon. Ich bin gespannt, wie viel Geld es wieder begibt, die paar Eier. 36.000 Eier, das müsste auch wieder. 36. 90, 102. 102. 110.000 Euro. Kommt es hin, 110.000? Wenn es 110.000 gibt, dann wird man Neumann gleich 100.000 überweisen für einen Kredit. Also wenn es über 100.000 gibt, dann machen wir das.
zwei Paletten auf einmal runter. Immer so einen rumgefunden mit dem Gabelstand. Ja. Gab eine Palette. So, vielleicht kriege ich jetzt die zwei auf einmal. 3 war ja schon ein bisschen ambitioniert. Ah, ich weiß warum. Weil der Spandau da noch festhängt. Ah ja, guck mal. Also 60.000 haben wir schon mal gekriegt. Ich glaube, ich habe mich sogar nach unten verrechnet. Dann halt nicht. Aber ich habe mich tatsächlich verrechnet. Habe sogar noch mehr Gewinn gemacht, wie ich eigentlich dachte. Klar, die Palette. Ah ja, okay, aber das waren... Also, es sind 120, sagen wir 121, ne, ziemlich genau 120.000. Ah, telefonieren wir noch schnell. Klingelingeling. Hallo, ist der Norman. Jo, Folge, ja. Servus. Oh, moin. Du, wie viel Dings habe ich denn noch offen? Wie viel Kredit habe ich? Gute Frage, tatsächlich. 400. 400. 1000. Achso, schade. dann machen wir 300 draus. Gleich mal ein bisschen was überweisen. Ja? Aber gerne doch. Ja, ich dachte, jetzt habe ich so lange nichts mehr überwiesen. Dann muss ich mal wieder. Ja. Und du kommst näher. Kommst von den Schulden weg. Ja.
Gut, mach ich gleich. Passt, wackelt. So lange schon kein LKW mehr gefahren. Schon aus der Übung. Ja, ganze Einstellung hier, Wegfahrsperre, dies, das. ich würde dann jetzt, ja, morgen früh würde ich, denke ich, bei dir vorbeikommen, oder morgen dann. Jo. Ja, ich komme. Ja, mal gucken. Vielleicht komme ich auch jetzt noch schnell rüber. Bin gerade beim Händler. Jo. Gut, bis dann. Ciao. Ciao. Der gibt so schnell Gas. So, das müsste passen. So. Gut. Dann machen wir uns auf den Weg zum Neumann. Und holen ein bisschen Dünger ab. Aber den Dünger laden werden wir erst morgen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like. Moment, die 100.000 muss ich noch überweisen. Die muss ich noch überweisen. So, jetzt. Jetzt haben wir trotz allem haben wir ein bisschen Gewinn gemacht diese Woche. Nicht ganz so viel wie vielleicht erhofft, aber trotzdem ja, ganz gut. Wir haben 100.000 Kredite abgezahlt. Also, an die Eier hatte ich so gar nicht mehr gedacht. Hier ist irgendwie ein bisschen viel glatter ist. Gut, also wie gesagt, Dünger laden wir erst nächste Woche oder morgen dann. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.